Das wird jetzt spaßig. Oh Gott! Wo ist das Licht? Wo ist 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 Licht? Okay, okay. Wo sind sie? Scheiße. Scheiße! Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Bioshock in der Remastered Edition und willkommen zurück. Wir befinden uns hier vor einem Eisklotz, den ich in der letzten Folge schmelzen wollte. Ich weiß, dass dahinter sich gleich jemand befindet und bin sehr gespannt, was dann noch so auf mich wartet. Ich befürchte wieder Schlimmes. Ich bin nach wie vor sehr schreckhaft und wollte, bevor ich da durchgehe, mich erstmal bei euch bedanken. Moment, ich brauche das Feuer. Ich wollte mich bei euch erstmal bedanken. Es freut mich wirklich ungemein, dass das Projekt so gut bei euch ankommt. Es wird durchaus mehr oder es bekommt mehr Beachtung, als ich in Wirklichkeit erwartet habe. Und das freut mich sehr, weil es ist wirklich hart, es zu spielen. Und wenn man dann weiß, dass es zumindest geschaut wird von einigen von euch, dann bin ich schon sehr glücklich. Also tausend Dank euch. Und jetzt wollen wir uns mal eben hier durchbraten. So. Den habe ich mal eben abgefackelt. Okay. Ich habe ganz schön viel abgefackelt. Nicht nur ihn. Nein. Ich höre aber noch eine. Was ist das? Ich höre ein Telefon. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 sagt die Dame hier. Okay, ich habe auf jeden Fall Schrott aufgehoben. Kann ich hier durch? Ah. Ah, wartet mal, da hinten. What ist das gewesen? Oh, hier ist ein Schrank. Wie komme ich da hin? Alter. Moment, das ist wieder so ein Ding, was ich hacken kann, ne? Wollen wir das diesmal probieren? Oh, fuck it. So, schnell hin, schnell hin, schnell hin, schnell hin. Hacken, hacken. So, ich muss da hinten lang. Okay, passt auf. Ich mach das jetzt. Ich mach das. Ah, nein, ich mach es nicht. Nein, nein, nein. So, okay. Noch ist alles safe, Leute. Noch ist alles safe. Ich brauche ein paar Gerade. Ich muss es mal eben ein wenig... Warte, ich gehe mal eben hier diese Kurve. Dann kann ich das so ein bisschen, ja, hinauszögern. Machen wir doch erstmal hier den hier. So. So. Okay. Das Geschütz ist jetzt meins. Und dafür gab es auch ein Achievement. Guck mich mal ein bisschen hier um. Hallo? Hallo? Ach. Kann ich hier in den... Ich glaube, ich kann hier in den Raum rein. Irgendwie kommt mir das hier sehr bekannt vor. Warte mal, hier sind wieder Dinger, die ich hacken kann. Wie lange ist das Ding eigentlich gehackt? Ist das jetzt dauerhaft gehackt oder nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt? Und hier immer noch die Olle heulen. Wartet mal, da kann ich auch in den Raum rein. Und ich höre mein Ching Ching. Was heißt dieses Ching Ching? Was hat das hier zu bedeuten? Okay. Ich guck mal. Vielleicht finde ich die olle Dame hier irgendwie. Hä? Wie soll ich denn da oben an die Sachen rankommen? Oh! Das ist immer eine geile Idee. Hier. So, da können wir auch gleich durch. So. Nee, da komme ich gerade nicht ran. Da ist die Sicherheitsvorkehrung. Ja, 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 ja. Ich muss mal eben schauen, wie ich an die rankomme. Die ist da hinten. So. Irgendwas schießt... Ah! Wow! Oh, Moment, Moment! Kann ich nicht hacken? Oh, hack! Okay, ich wollte dich eigentlich hacken. So. So ein Maschini ist doch immer was Schönes. So ein Maschini ist doch immer was Schönes. Okay, wir müssen auf jeden Fall irgendwie schauen, dass wir hier runterkommen. Und ich weiß nicht, ob wir genug Dinge haben. Doch, haben wir. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, den noch.
Yes. Du bist meins. Und ich... Oh Gott, jetzt habe ich eine Spritze genommen. Das wollte ich doch gar nicht. Ah, ein Tagebuch. Wow. Okay. Haben wir halt zwei davon. Okay. Was geht mit dir? Was machst du da? Ach, da ist noch einer. Mr. Wallace, können Sie mich hören? Ja, Sir, Mr. Souchon. Sehr schön. Okay, ich injiziere jetzt die Substanz der Charge Nummer 44. Der Codename für Charge 44. Oh. Oh. Ich will zuhören. Also hier war gerade eine Art Experiment, haben wir gehört, und das schien nicht so optimal gelaufen zu sein. Hier kann ich hacken. Warum auch immer, ich verstehe gerade nicht so richtig, warum eine nach der anderen Drohnen da unendlich hinterherkommt. Wir wollen uns jetzt erstmal das hier vornehmen. Und hier muss ich mich beeilen. Schnell einen Weg. Oh nein. Okay, das ist verkackt. Ja. Ich muss mal eben mich heilen. Das machen wir jetzt nochmal. Ich muss erstmal gucken, dass ich schnell so runterkomme. Ich brauche ein bisschen Zeit. So. Jetzt habe ich wieder mehr Zeit. Ich muss hier eigentlich geradeaus durch. Okay. Und die da oben noch. Ah! Safe gehackt! Was ist da drin? Oh, schön! Jede Menge Muni. Okay. Oh Gott, Maschine ist echt unbrauchbar. Was ist das für ein Kling, Kling, Kling? Ich mach das. Ich glaube, das war irgendwie so eine. Dieses Klingeln ist so eine Art, hey, wir haben hier was ganz Tolles für dich. Guck doch mal genauer nach. So. Geh jetzt hier rein. Hier geht's schon mal nicht lang. Ich werde mir mal eben so eine Rohrzange nehmen. Ist da jemand? Nee, ist nicht. Sie kam auch für die Rolle in Frage. Was Aber kommt? Dann hat man sie im Salzteich gefunden. Was? Im Salzteich? Was genau redet da mit mir? Kommt da gerade was rein? Ausrüstung. Oh, Tonika. Wrench Jackie lässt ihren Oberkörper anschwellen, wodurch sie knüppelartige Waffen mit beispiellosem Geschick und unglaublicher Kraft führen können. Alles klar. Habe ich das jetzt angelegt? Irgendwie habe ich da immer nie einen richtigen Slot. So. Wollen wir mal. Ah. Okay, wartet. Ich fackel die Olle einfach ab. Oh, schön, 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 schön. Das war wunderbar. So. Okay, die haben wir schon mal. Die olle Schnalle. Jetzt könnten wir hier wieder durch das Fenster. Könnten wir doch, oder? Warte, erst springen. So. Ducken. Nee, irgendwie doch nicht. Aber da glitzert was. Habe ich da irgendwas... Habe ich da irgendwas übersehen? Das ist, glaube ich, nur ein Verbandskasten. Okay, ich höre wieder eine Frau schreien. Mädels, beruhigt euch. Ich bin doch gerade erst hier angekommen. Wie komme ich... Ach, das war der Raum, wo ich gerade eben gelandet bin. Oh, warum geht die Tür da auf? Hallo, ist da jemand? Nein? Oh, jetzt habe ich schon wieder vor Schreck eine Spritze genommen. Das hatte ich doch gar nicht vor. Na gut. Ich glaube, ich habe hier alles in der Ecke. Dann wollen wir mal schauen, wer hier noch so rumläuft. Hallo! Hallo! Oh nein. Ich weiß, was das bedeutet. Leute. Das wird jetzt spaßig. Oh Gott! Wo ist das Licht? Wo ist 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 Licht? Okay, okay. Wo sind sie? Scheiße. Scheiße! Scheiße! Entschuldigung! Okay, da seid ihr. Oh, Nachladen braucht so lange! Okay, ich hab... Oh Gott, vor mir! Komm schon! Okay. Ist da noch eine? Ich brauche eine Pause.
Von wo? Droni, geht's dir gut? Wir haben es geschafft. Wir haben überlebt. Ich habe eine Schrotflinte. Tagebuch. Im Gefangenenlager musste ich genetische Versuche an anderen Häftlingen durchführen. Sie nannten mich das Wunderkind. Wow. Die konnten nur an eins denken, an blaue Augen und die Form der Stirn. Mich interessiert nur, warum der eine stark geboren wird und der andere schwach. Der eine schlau und der andere dumm. Bei den ganzen Morden, die die Deutschen verübt haben, sollte man doch meinen, dass sie wenigstens etwas Nützliches erforscht hätten. Aha. Oh, hier werde ich auf jeden Fall meinen Blitzkram da in die Hand nehmen. Moni, hier ist Moni. Sind das Balken? Okay. Ja, man merkt schon, die hatten sehr viel Spaß damit, Experimente an anderen durchzuführen. Immer wieder schön, die Storys zu hören. So, Leute, jetzt brauche ich aber irgendwas. Fuck. So. 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 Zack. Okay, das ist jetzt scheiße. Ich habe keins. Wartet, Moment. Zack. Zack. Scheiße, okay. Das habe ich jetzt total verkackt. Runter oder nee. Nee, nee, doch nicht. Wartet. Ich bin schon gut dabei. Mein Loot. Sehr gut. Mein Loot, sehr gut, sehr gut. Mein Loot. Schöne Musik. It's beautiful. Ich fühle mich gleich viel wohler. It's beautiful. Oh, was haben wir denn hier? Ach, das Ding klingelt die ganze Zeit, ne? War mir doch so. Okay. Wir kriegen ein neues Plasmid. Telekinese. Heben Sie große Objekte allein mit der Kraft Ihrer Gedanken hoch und werfen Sie sie auf Ihre Gegner. Was muss man sonst noch wissen? Du kannst keine Slots mehr, musst dein Plasmid ersetzen. Du kannst mehr Slots in einem Gatherer Garden kaufen. Ersetzte Plasmide können bei einer Genbank ausgerüstet werden. Oh nein! Oh, ich finde das Abfackeln eigentlich ziemlich geil. Oh Mann, scheiße. Da muss ich unbedingt... Wo ist denn die nächste Bank? Also gut, ich muss es ja halt jetzt erstmal lernen, ne? Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Wow, das ist großartig. Halte linke Maustaste gedrückt, um Objekte zu greifen. Lasse sie los und V umfallen zu lassen. Na gut. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Guter Fortschritt mit dem Telekinese-Plasmid. Hochheben von Objekten aus der Entfernung, kein Problem. Objekte durch den Raum bewegen, kein Problem. Aufhalten eines Projektils ist nicht möglich. Es ist aber möglich, ein sich schnell bewegendes Objekt zu fangen und zu werfen. Das Problem ist nicht das Plasmid. Das Problem ist die Reaktionszeit. Su Shong kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid. Oh, was für ein toller Typ dieser Su Shong. Dann wollen wir das mal üben. Und ich höre schon wieder... Oh Gott. Ich höre schon wieder hier irgendjemanden rumreden. Krieg schon wieder hier vor die Paranoia, ey. Ups. Okay, da habe ich irgendwie den Tennisschläger anstatt den Ball gefangen. Hä? Das hat jetzt doch nicht... Es hat schon wieder geringelt. Was höre ich denn da? Da höre ich doch schon wieder jemanden. Wow. Nein, jetzt habe ich Maschini getötet. Oh. Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich Maschini getötet. Das wollte ich doch gar nicht. Ich habe meinen Freund zerlegt. Und ich bin betrunken. Auch das noch. Aber was ringelt denn so? Kann mir das mal jemand verraten, wenn du weißt, was da die ganze Zeit ringelt? Ach, das waren diese... Oh, das waren diese Verkäuferautomaten. Kann das sein? Ich gucke jetzt mal eben. Wo haben wir denn einen? Ist das hier ist doch einer. Nee, das ist... Was ist das für ein Symbol? Gatherer's Garden.
Und ich bin da. Bin ich denn, bin ich hier? Oh, ich höre schon wieder jemanden reden. Aber hat er nicht gesagt, dass ich in einem Gatherer's Garden einen weiteren Slot kaufen kann? Weil ansonsten wäre der nächste kaufbare Automat der hier irgendwo an einer Treppe. Das ist ja noch sau weit weg. Ey, da flüstert schon wieder jemand. Langsam, langs. Es reicht, okay? Mit meiner Drohne würde ich mich ja doch ein wenig wohler fühlen. Just saying. Das Supply ist abgeschlossen. Wisst ihr was? Das ist super eklig, was ihr hier macht. Muss ich nur mal festhalten. Super eklig. Warum auch immer ihr hier so komische... Ich weiß auch nicht, so komische Scheren da in die Augen gerammt habt. Ich habe keine Ahnung, wieso ihr das tut. So... Hier ist eine Vita-Chamber. Gutes Zeichen, das bedeutet, wenn wir sterben, landen wir dort. Ach, wartet! Nee, doch nicht. So Schrott. Was? Du hast versprochen, auf mich aufzupassen. Die Soundkulisse hier ist irgendwie ein bisschen broken, oder? Da hinten ist doch was, oder nicht? Die Tür geht hier auch nicht auf. Ich höre da was um die Ecke. Da guckt jemand. Wow! Fuck it, fuck it, fuck it! Wartet. Kann ich da rein? Okay. Hacken! 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 Okay, 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 okay. So. Was haben wir denn hier im Angebot? Ich nehme auf alle Fälle das hier. Dann nehme ich... Das ist schon gut, da wo es ist. Hier so. Dann nehme ich den hier. Dann nehme ich... Das. Und das. Abschließen. Juhu! Okay. Der könnte vielleicht noch ganz brauchbar sein. Hier haben wir auf jeden Fall eine Türsteuerung. Damit könnte ich die Tür gleich wieder öffnen. Ich bleibe aber erstmal in der Nähe des Apparats. Da fühle ich mich, glaube ich, ganz sicher. So. Ich habe ein Déjà-vu. Ich kenne diesen Raum. Dieser Raum ist der Raum, wo ich mich mega krass verjagt habe. Und das wird mir diesmal nicht passieren. Ich weiß es noch ganz genau, als sei es gestern gewesen. Traumatisiert war ich für mein Leben. Extrem traumatisiert. Deshalb... Ja, 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 pass auf. Wir hören was laufen. Wir drehen uns um. Und da ist er jetzt gleich. Hallo. Diesmal nicht mit mir, du Lusche. Das hatten wir schon mal. So, erstmal nehme ich mir das. Manchmal tut mir diese arme Irre leid. So wenig Vorstellungskraft. Sie ist zufrieden mit ihren Tanks voller Adam. Sie verbessert, justiert und optimiert nur. Ich muss Dinge erschaffen. Adam ist die Leinwand der genetischen Modifikation. Plasmide sind die Farbe. Okay, warum man auch immer der Eulen hier so eine Art Eulenmaske aufgesetzt hat. Und sie hat wieder nichts dabei. Nie haben die Loot dabei. Ach, Menno. Okay, ich werde mir mal eben meine Rohrzange schnappen. Und dann gehen wir mal hier durch. Sitzt da jemand? Warte, bevor wir das machen, stopp, 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 stopp. Aus dem Weg. Wir machen die Tür mal eben auf. Damit wir zukünftig da vielleicht doch nochmal durchlaufen können. So. Clevere Jeevee denkt mit. Clevere Jeevee ist clever. So. Kannst du mir denn hinterher folgen? Nee, kannst du nicht, ne? Nehmen wir mal meine Pistole. Oh, puh, ich muss ja nachladen. So. Die saß hier und hat auf mich gewartet. Guckt euch diese Schönheit an. So, noch scheine ich hier sicher zu sein. Ich nehme mal alles. Was zu essen. Sehr, sehr schön.
Bisschen Money, Money, Money. Okay, Schrott. Musst du trinken? Gut, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Alter, dahinter. Ja, was ist mit dir geschehen? Selbst schuld, wenn du in so eine Schönheitschirurgie gehst. Hallo? Ich nehme mal eben wieder. So, einmal kurz hier zurechtfinden. Da waren wir schon drin. Hier war der Kampf. Was genau habe ich übersehen? Die Tür habe ich mir jetzt aufgemacht. Fehlt eigentlich nur noch die Tür hier vorne. Hallo? Schlüssel? Du brauchst den Schlüssel zu Chambers Dental Office. Und wo kriege ich den Schlüssel? Das sind nur Bandagen. Wo kriege ich denn jetzt den Schlüssel her? Hi. Wo ist der Schlüssel? Hast du den Schlüssel gesehen? Ich brauche einen Schlüssel. Das kann doch nicht sein. Muss doch jetzt nicht ernsthaft alle möglichen Ecken ablaufen für so einen Schlüssel. Hier war ich auch schon. Und ihr hattet auch alle keinen Schlüssel dabei. Oh, ich höre schon wieder irgendjemanden da rotzen. Da, hast du den Schlüssel? Hast du den Schlüssel? Hast du nicht? Ja, was mache ich denn jetzt? Ich brauche diesen doofen Schlüssel. In dem Schrank ist er auch nicht. Da ist er auch nicht. Oh. Irgendwas habe ich doch hier übersehen, oder nicht? Kann ich hier so rein? Hast du den? Okay. Ich hatte gehofft, den kann ich vielleicht kaputt machen. Warte, was ist das? Komischer Schrott. Hast du den Schlüssel? Hier irgendwo... Das klingt, als würde jemand mit einer Schrotflinte hier rumballern. Alter! Fuck, wo kommt das her? Ist das Trolling oder so? Hier hat doch keiner so eine Waffe von denen. Wo ist denn derjenige? What? What? Was ist das hier? Ich bin ein wenig irritiert gerade. Jetzt hat es gerade aufgehört. Hä? Wer hat denn da so eine Waffe von denen? Ich gehe nochmal eben hier durch. Vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen. Hier war ja dieser eklige Raum. Kann sein, dass der hier vielleicht irgendwo auf dem Tisch lag. Hast du den vielleicht dabei gehabt? Auch nicht. Und hier im Schrank auch nicht. Und du bist sicher, dass du ihn nicht hast? Alter, ich kann mich nicht erinnern, dass man solche Probleme hier an diesem... an dieser Stelle hatte. Nee, das ist immer noch die Olle, die da zu mir redet. Die hier drüben ist. Okay, die Leiche hat den Schlüssel aber auch nicht. Irgendjemand hier, der die hat? Schlüssel benutzen. Kann doch nicht wahr sein. Die hat auch keinen Schlüssel. Also ich gebe gleich auf. Ist auch nur die Chamber. Nein, ich will nicht spazieren gehen. Lass mich in Ruhe. Please. Hier hat auch nur Money dabei. Und in dem Raum hier war ich doch eigentlich auch schon. Ey, ich muss mich sowieso schon mega überwinden, hier alle Wege abzulaufen. Da können die mir das doch nicht extra mit so einem verkackten Schlüssel hier noch schwieriger machen. Ich gehe jetzt nochmal hier eben abschließend durch. Aber der hatte die auch nicht. Warte mal, was ist das? Nee, das ist auch nix. Warte. Was ist das? Behälter sind Objekte wie Tische, Schränke oder Frachtkiste. Drücke E, um einen Behälter. Hä, warum erklärst du mir das jetzt?
Hol dir Steinmans Schlüssel. Ich bin da und ich muss da lang. Aber da komme ich ja nicht weiter, oder? Wollen wir es mal versuchen? Die Folge ist auch gleich schon wieder zu Ende. Und diesmal bin ich sogar ganz ohne Schrei ausgekommen. Ich bin schon fast richtig stolz auf mich. So, ich müsste jetzt hier lang. Wie glitzert noch so viel? Wer pfeift denn da so abartig? Igitt. Ach so. Soll ich ernsthaft wieder zurücklaufen? Warte, ich geh mal eben an diesen Automat. Ich hack mir den mal eben. So. Okay. Zack. 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 Ein, der nach oben. Nee, der um die Ecke zeigt bitte noch. Sehr schön. Und jetzt brauche ich eigentlich nur noch so einen und einen langen noch. Achso, da ist ja einer. Okay. Yes. Objekt kaufen. So. Kriege ich bei dir? Nee, aber die kriege ich aber auch nicht extra. So ein... Na, sag schon. Pistolenkuchen, 38 Patronen. Habe ich echt nicht mehr so viele. Bei ihnen kriege ich aber auch keinen extra Slot. Das finde ich ja echt schade. Also ich habe mir jetzt mal ein paar mehr geben lassen. Sicher ist sicher. Damit ich nochmal hier nachladen kann. Hier geht es ja immer noch nicht auf. Oh. War ich hier vorne drin? Ganz eindeutig. Die Pokale hier haben auch nichts zu bedeuten, ne? Hätte sein können. Das ist eine Lagerkiste. Okay. Ja, meine Lieben, ich glaube, wir müssen jetzt wieder hier hoch. Und, checkt jemand diese Wegbeschreibung? Also ich nicht. Wenn ich jetzt die Treppe hochgehe, mal schauen, vielleicht bin ich ja dann... Ja, genau. Wenn ich die Treppe hier hochgehe, bin ich dann hier. Und dann muss ich hier die Treppe runter und hier nochmal die Treppe runter. Irgendwie so. Egal. Ich werde es schon irgendwie hinkriegen. Jetzt bedanke ich mich erstmal, dass du eingeschaltet hast. Lustig, ne? Hier haben wir gestartet. Wow! Hier haben wir gestartet. Und hier endet das Spielchen auch. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, den Daumen hoch zu benutzen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, wie immer, gerne es mir mitteilen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.